So, machen wir das wieder zu. Fupp, 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 fupp. Zack, 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 zack. So, und weiter im Text. Guck an, hier ist gleich wieder Eisen. Ja, ich glaube, dieser Rohstoffschacht macht sich echt bemerkbar. Das macht sich echt positiv bemerkbar. Die Lush Redwoods scheinen sehr rohstoffreich zu sein, weil dahinter haben wir gleich Kupfer und dahinter haben wir gleich wieder Gold. Diverse Smaragde. Ja, Rubine. Rubinerz. Blei. Ah, wer weiß, wofür wir das noch brauchen. Es wird mit Sicherheit so eine... Ich wollte gerade sagen, wird mit Sicherheit so eine Industrial Craft-Geschichte sein. Ist aber Thermal Expansion. Gehört aber irgendwie dazu. Also es ist alles irgendwie eins. Irgendwie so zusammengemixt. Und Thermal Expansion ist eine Erweiterung. Und ach ja. So, draußen wird es im Übrigen langsam dunkel. Das ist schon mal super, weil dann wird es kühler. Das freut mich. Gleich werde ich hier die Ventilatoren aufreißen und die Fenster aufmachen und die Bude auskühlen. So, habe ich denn hier... Ich habe doch hier mit Sicherheit Cobblestone, was man alles wegbuddeln kann, was man nicht braucht. Guck an. Hier ist ein Haufen Zeug drin. So, dann können wir doch tatsächlich endlich mal richtig Rohstoff farmen. Weißt du, das ist ja das, was ich mit dem MS nicht konnte. Weil er einfach nichts findet, weißt du? Und so. Weißt du? Nee, da konnte er ja nichts für. Das ist das Rohstoffaufkommen in Minecraft mit dieser Umgebung, Biomes of Plenty und so weiter, ist tatsächlich auch ein bisschen Biome-abhängig. Gerade weil der World Generator von Biomes of Plenty ein bisschen anders arbeitet, setzt er natürlich auch die Rohstoffvorkommen anders. Also müssen wir uns jetzt merken, Lush Redwoods sind die Biome, in denen offensichtlich... viele Rohstoffe herrschen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, wenn wir in ein anderes Biom wandern. Wahrscheinlich gibt es da so gut wie gar nichts. So, dann hauen wir hier mal ein Licht hin. Guck mal hier, ist schon wieder Zinn. Noch einmal Zinn. Ja, von Industrial Craft diesmal. Was haben wir denn noch an... Eisenspitzhacken haben wir keine mehr. Wenn die hier hinüber ist, dann ist er auch hinüber. Dann hat sich's ausgeeisenspitzhackt und dann müssen wir halt probieren, wie weit wir mit der Ultimate Fist kommen. Aber ich finde es schon mal gut, dass wir eine haben. Ach ja, die Ultimate Fist ist im Übrigen auch im Player vs. Player sehr effektiv. Ein Schlag und der Gegner ist tot. Ich lege das jetzt mal als kleine Vorwarnung für einen ganz bestimmten Menschen einfach in den Raum. Wobei mir einfällt, dann muss ich jetzt auf ewig alle Diamanten behalten, damit er nicht auf die Idee kommt, ne, und so. Ich sage jetzt besser nichts mehr. Und lausche nur noch der Musik. Du, 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 du. Naja. Aber da haben wir wieder die guten alten Otto-Witze von wegen. Das bringt ja nichts. Wir müssen ihn ja trotzdem lieb haben, sonst schmeißt er uns raus und so, weißt du. Ach ja. Ah, siehst du, jetzt hört es nämlich langsam wieder auf mit den Rohstoffen, mit dem Rohstoffreichtum hier. Jetzt sind wir nämlich schon im Wetland, siehst du? Und wenn wir zurückgehen in die Lush Redwoods oder wie die Dinger heißen. Obwohl, das ging eigentlich hier. Wetland, wir hatten hier eigentlich jetzt eine ganze Menge Zeug. Na, mal gucken, vielleicht findet man auch was. Du, du. Du, 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 du. Wir probieren es mal. Bauen uns hier unten vielleicht noch ein schönes kleines ein Rohstoffschacht, also so einen kleinen. So, das war's. Jetzt nehmen wir mal die Ultimate Fist zur Hand. Mit der Ultimate Fist kannst du quasi alles zerschlagen. Die packen wir uns jetzt mal hier vorne hin und legen das uns auf die 2. Und wenn wir jetzt hier durchgehen... Ja, die ist unsagbar brutal, was weiches Material betrifft. Und natürlich auch um einiges schneller als die Eisenspitzhacke. Vollkommen normal.
So. Ja, Silbererze, fupp, fupp. Und mit der Ultimate Fist kannst du eben wirklich jede Art von Rohstoffen abbauen. Sinnvoll ist es aber, diverse Erze, die vielleicht nicht so gut erreichbar sind oder die vielleicht selten zu finden sind, trotzdem mit Glücksspitzhacken oder Effizienzspitzhacken oder Behutsamkeitsspitzhacken abzubauen. Da müsste man sich halt mit beschäftigen, ob das Sinn macht. So, jetzt werden wir hier einfach mal den Gang ein bisschen verbreitern. Und gucken mal hier, wie das abläuft. Damit kannst du dich natürlich auch besonders gut gegen Monster wehren, wenn dir gerade irgendwie die Kraft ausgeht. Das einzige Monster, wo die Ultimate Fist nicht greift, ist der Werwolf. Definitiv. Das ist leider so, lieber MS-74. Der Werwolf ist mit dem Goldschwert zu besiegen. Mit der Ultimate Fist machst du ihn nur sauer. Anderweitig kannst du sagen, okay, alle anderen Viecher platt. Okay. Mit dem Finger am Scrollrad hängen geblieben. Auch nicht schlecht. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht erstmal die Klamotten nach oben bringen. Vielleicht nochmal eine Kiste bauen. Und dann brauchen wir eine Anbindung hier rüber in diesen Rohstoffschacht. Müssen wir uns mal was einfallen lassen. Entweder eine U-Bahn oder erstmal eine Portal Gun. Aber obwohl, ich bin schon der Fan von U-Bahn, weil hier wird ja irgendwann in diesen Biomen oder in der Nähe dieser Biome... Alter Falter, wie die hier durchmarschiert. Da, hast du gesehen? Ja, in der Nähe dieser Biome oder dieses Bioms... Ja, mal gucken, dass wir uns hier mal eine schnieke Behausung hinstellen, dass wir hier mal ein kleines Dörfchen aufstellen oder. Einfach mal was Schönes. Auch mal ein bisschen was fürs Auge, weißt du? So. Schwöpp. Okay. Hier hätten wir auch noch Rohstoffe. Da hinten in der Wand waren, glaube ich, auch noch ein Haufen Rohstoffe, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ach, ich erinnere mich an den Song. Schlimmer als Wurstsalat. Ersagen um sein Leben. Weißt du noch? Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ging sogar mir auf den Zeiger. Also musste ich sogar selber mein eigenes Getröte leiser stellen, weil das ging mir echt auf den Sack. So. Fail. Fop, fop. Ja, das habe ich mir gedacht. Was können wir denn entsorgen? Ich glaube, wir entsorgen Cobblestone. Weil davon haben wir echt genug. So. Hier nehmen wir noch die Rohstoffe raus. Schwupp, schwupp. Jetzt bringen wir erstmal unseren ganzen Kladderadatsch nach oben. Kupfer lassen wir jetzt erstmal liegen. Brauchen wir jetzt erstmal aktuell nicht. So, den ganzen Kladderadatsch hier oben erstmal hin. So. Guck mal hier, 20 Diamanten. Ist das nicht geil? Das ist doch mal eine richtig schöne Ausbeute. So, den ganzen Kladderadatsch jetzt erstmal hier hingelegt. So. Äxte werden wir nach wie vor brauchen, auch wenn wir... So, Schluss jetzt. Wenn wir Holz hacken, wir könnten zwar die Ultimate Fist nehmen, brächte uns aber nicht viel, weil wir dann unser Holz wieder einzeln abhacken müssten. Und das wollen wir ja nur auch wieder nicht. Zumindest habe ich so den Verdacht, dass wir das nicht wollen. So. Üpp,
Böp, böp, böp. Böp, 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 böp. Und gleich mal einen Titel weitermachen. Oh, Pony Pop Princess. 1, 2, 3, 4. Aus dem Modland-Archiv. Du, 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 du. Ja, der Hans Wurst hat im Übrigen gesagt, was die Veröffentlichung meiner Titel betrifft, in der eigenen Playlist. Hier in der Minecraft-Playlist. Das überlege ich mir, Hans Wurst, ganz ehrlich. Doch, ich überlege mir das. Das macht vielleicht sogar Sinn. Wobei, ich bin am Überlegen, Musik von mir oder allgemein Videos von mir oder ähnliches tatsächlich auch noch auf einem kleinen separaten Kanal zur Verfügung zu stellen. Ja, und aus diesem Kanal hier den Gaming-Kanal zu machen. Ich meine, dieses Modell der Aktivität auf YouTube gibt's ja schon. Das ist ja nichts Neues. Aber vielleicht die Aufmachung des Ganzen wird vielleicht ein bisschen anders. Und vielleicht ist das was Neues. Mal gucken. Und wer weiß, vielleicht gefällt's einem, vielleicht gefällt's einem nicht. Das muss man dann eben sehen. Was ist denn das? Aluminium. Okay, mit Aluminium können wir auf jeden Fall schon mal was anfangen. Fupp, 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 fupp. Und was haben wir denn da? Eisen. Das ist schon mal gut. Ja, also ich renne jetzt mit dir hier eigentlich nicht durch die Höhle, obwohl ich eigentlich mit dir durch die Höhle rennen will. Weil hier ist offensichtlich keine Höhle, aber wir werden noch eine Höhle finden, da bin ich mir sehr sicher. Wupp, 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 wupp. Zack, 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 zack. Und hier hast du jetzt den Vorteil natürlich, dass du mit der Ultimate Fist kannst du dein Werkzeug nicht wirklich kaputt machen. Ja? Das heißt also, wenn ich mich hier verbaue, so wie jetzt, oder einfach was rinfriemle und ich müsste es dann später wieder abmachen, dann ist das nicht schlimm. Ja, also der Schlag geht dann nicht aufs Werkzeug. Guck an. Ach nee, KST Beats, na den haben wir ja auch schon lange nicht mehr gehört. Weißt du, über 400 Titel auf der Liste und trotzdem wird quasi immer das gleiche gespielt. Warum der Player das macht, weiß ich nicht. Und was haben wir denn hier? Gerade eben sage ich noch, ich wollte mit dir durch eine Höhle laufen, weil ich der Meinung bin, dass wir hier keine Höhlen haben. Und prompt haben wir hier Wasser. Wuschisch, KST-Beats. Nein, Wasser. Für die Aktion brauchen wir jetzt allerdings dann ein bisschen fackelndes Licht und so. Am besten die aus dem Sturm. Aha, aha, aha. Eine kleine Höhle. Mit Wasser. Und Diamanten. Ja, und die kann man jetzt natürlich auch, kann man die aus dem Dingens rausprügeln hier. Zack, hast du gesehen? Viele waren es nicht. Aber so kannst du die Erze eben auch gut aus der Wand ziehen, ohne dass du ständig in Gefahr gerätst, weißt du? So, gehst du jetzt hin, zack. Pflückst du die Klamotten einfach aus der Wand und machst die Wand dann einfach wieder zu. So, und dann kommst du auch wunderbar an deine Erze. So. Hier hinten geht's weiter. Ist doch nicht irgendwie... Uäh. Kann ich mich hier hinstellen? Ja. Sehr gut, gucke an. Aber eine Höhlen-Playlist haben wir immer noch nicht. Also ich denke, ich mache eine, weil ich hatte ja mal nachgefragt, ob das gewünscht ist. Bisher gab es keine Referenz dazu, aber ich denke, fürs bessere Gameplay, also auch für mich, werden wir das einfach mal machen. Wir werden einfach mal eine fette Playlist für eine Höhle bauen. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Beleuchtung. Ach doch, die Hütte ist ja doch nicht so groß. Ich dachte, die wäre größer. Oh, ich dachte, sie wäre größer.